So, Baby, es geht los. Grinden! Am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Wir fahren Kohle. Und vor allem fahren wir jetzt das erste Mal nach Spanien, freue ich mich auch. Und vor allem drauf. Fahren wir jetzt das erste Mal einen Autotrailer. Ich und zumindest. Den fahre ich auch zum ersten Mal. Und ich freue mich tatsächlich voll auf 9 Tonnen hat er. Ich freue mich echt auch auf Spanien, jetzt nochmal so nach Spanien zu fahren. Auch. Ja. Ich auch. Hat es da vorne geknallt wieder, ja? Ja. Oh, nee, oder? Ah, hör auf. Manchmal fahren sie weiter. Ja gut, diese KI ist halt manchmal auch vom anderen Stern. Vom oder so. Anderen Land. Also vom ganz anderen Planeten. Die fahren aber dann auch nicht zu, ne? Ja, die müssen doch jetzt zumindest irgendwo hin. Oh, nee. Jetzt kann ich mich höchstens bei dem Möchtegern-Audi da vorbeidrücken, bei dem Qashqai da. Aber das wird wieder ein bisschen Schramm geben, glaube ich. Ja, ja, eben. Da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, auf Schramm. Boah, ja, die sind bei der so Wenn wenigstens der Qashqai nicht da wäre, wenn der doch fahren würde. Ja. Es nervt halt einfach, ne? Boah, direkt zu Beginn, ey. Och, Leute. Warte mal, ich habe noch 8 Stunden 29 Fahrzeit. Zur nächsten Pause. Die Fracht muss am Samstag zwischen 17.12 Uhr und 21.22 Uhr da sein. Wir haben... Also einmal müssen wir auf jeden Fall pennen. Ja, gut, aber... Ja, solange hier nichts geht, ne? Ja, da wäre es halt cool, wenn das hier irgendwie, wenn die KI auch ein bisschen schlauer wäre, ne? Ja, sicher. Weil das ist halt echt... Du musst jetzt irgendwas versuchen, ne? Boah, das ist so Müll. Ob er rückwärts fährt? Come on, echt jetzt. Boah, Alter, das nervt. Und die haben alles so zugepackt, da, gell? Das gibt's doch nicht, ey. Bin ich hier schon vor, oder was? Ah, die sind so doof. Vor allem, der Verkehr kann doch, weißt du, da dran vorbei. Ja, der Qashqai muss eigentlich fast nur weg, dann wird's gehen. Warte, also, wir nehmen einfach mal diesen einen KI-Ding da irgendwie raus. Irgendeiner läuft nicht richtig. Ja, das Problem haben wir jetzt öfters schon gehabt, ne? Warte, ich drück mich hier vorbei mit Außensicht. Ja. Könnte eventuell klappen. Miau. Ja, probier's mal kurz. Ja klar, jetzt fährt der hinter dir, hat jetzt die Lücke geschlossen hier. Das ist nicht normal, ey. Das ist... Nee, ne? Mit der Nuller-Ansicht. Ja. Gerade. Okay. Ja. Da ist nix. Der kann zufahren da. Warte, ich muss... Der kann zufahren. Ich will jetzt hier... Ich will simulieren, ja? Und ich will jetzt nicht hier wieder Dr. Kratzer spielen. Ja, ja. Das ist doch kacke, Mann. So, jetzt fahre ich aber hier Umleitung. Fahr rückwärts jetzt hier. Du ich fahre jetzt hier rein. In der Hoffnung, dass ich TNT jetzt nicht mitnehme. Doch, natürlich. Was habe ich jetzt gerahmt? Wir müssen eh geradeaus. Fahr nochmal ein Stück zurück. Ach, deswegen... Jetzt ist ja auch noch diese XXXL-Scheiße. Ach so. Ja, sag doch mal. Spiel. Also wirklich. Ranz. Ja, vor allem, wo fahre ich jetzt her? Soll ich jetzt... Versuch mal hinter dem Schwarzen, der da mit Warnblinker schräg auf der Straße niemals. Steht. Kommst du nicht vorbei, ne? Ich kann höchstens hier seitlich an den vorbei, auf den Seitenstreifen. Ist doch einfach Captain Arsch, ist das doch. Allerdings ganz gewaltig, Mann. Sogar. Ey, es müsste Konsolenbefehle geben für Delete Cars oder so, weißt du? Dass man die weglöschen kann in dem Moment, ja. Ja, also manchmal gibt das für Gegner in anderen Spielen so, so Konsolenbefehle halt. Okay, ich versuch's mal wieder in der Sicht. Könnte klappen. Könnte sogar sehr gut klappen. Ja? Trucker am Werk, Alter. Möchte gern Trucker auf jeden Fall. Ja, da kommt man gut vorbei. Also ich würde sagen, hier kommt man gut vorbei an dem hier. Oh, der kriegt jetzt einen, ist egal. Oh, ne, wird Dr. Kratzer. Aber ich mach Platz für dich.
Boah. Ich häng fest. Weißt du was, die können mich jetzt mal. Hier kommt man gut vorbei an dem hier. Nice. Nice, nice. Gut, ich habe mir jetzt ein paar Bratzen geholt. Gut, ich bin hier rechts dran vorbei, ganz gut vorbeigekommen. Im Ernst jetzt? Ja, ich bin da. Danke, dem anderen? Ja, an dem Schwarzen wärst du vorbeigekommen, habe ich ja gesagt. Mann. Der rechts, der Schwarze da, wo der stand. Dieser schwarze Jeep. Aber ich habe keinen Schaden. Ah, tschüss. Viel Spaß mit euren Lackschaden. Ich hab nix. Ja, ihr Trottel, du. Echt, ihr ey. Penner. Solche Penner. Guck mal, wie sich das hier staut. Hä? Was macht er denn im Gebüsch hier? Links. Guck dir wie das kommt an. Der denn dahin? Guck's dir an. Ja, mein Vollstau hier. Ja, ein Voll. Alter, die stehen ja bald in die. Vollsperrung haben die. Die stehen ja bald bis in die Schweiz rein. Die haben eine Vollsperrung, da hast du recht. Ja, ja. Die haben. Ey, warte, ey, wie viele Stunden standen wir jetzt da oben? Meine Betriebszeit ist so runtergegangen. Ich hab auch nur noch jetzt 7 Stunden 4. Wie lange hast du noch bis zur nächsten Pause? Was haben sie gemacht in der Fahrzeit? Wir haben uns an ein paar Kaschkas vorbeigedrängt. Ja, das ist halt, ja, wie im echten Leben auch. Stehst du im Stau, ja, ja, dann war's so. Das, ne? Dann. Das hat mich 3 Stunden gekostet. Ja, ja. Ich hab noch 4 Stunden Schlafzeit. Fahrzeit. Ja, okay, dann bestimmst du nachher den Rest. Ja, ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde mich übermüden und dann erst, weil ich will, dass wir keine Strafe kassieren. Ich weiß 13 nicht, wie viel Stunden haben wir noch bis zum Ziel. Also, ja, das ist nicht viel. Ach so, bis zum Ziel. Und Restzeit? Ich habe noch 7. Ach so, 24 Stunden Restzeit. Ja, ist gar nicht so viel. Muss man aufpassen. Ja. Nicht, dass wir nochmal schlafen müssen. Erste Ausfahrt nehmen. Also das einmal müssen wir auf jeden Fall noch schlafen. Einmal müssen, ja, und das müssen wir jetzt ganz rausholen. Ja. Diese Ausfahrt. Ja, kriegen wir schon hin. Dann gucken wir, wenn wir auf der Autobahn sind, dann machen wir halt, knallen wir halt mal mit 100 durch oder so. Ich mach mal tatsächlich. Ich mach 100 Kilometer über müde und dann gehen wir pennen. Ja, okay. Bis ich einmal kassiere oder so, mal gucken und dann, weil das muss jetzt schon hinhauen. Der Auftrag ist nicht groß genug, dass wir da am Ende irgendwie 15.000 lassen. Hast recht, ja. Ach, schön. Mit Klicks sie wieder Offroad. Ach, herrlich. Ach, herrlich. Erstmal wieder an der Kolonne vorbeigedrückt. Lackstift ist dabei. Wieder ordentlich Schaden hinterlassen. Ja, aber ich hab nix. Nee, ich auch nicht. Sind sie selber schuld? Ich auch nicht. Also ich hab's tatsächlich an diesem Jeep da, der da so quer ja, rechts stand. Das schafft er nicht vom Wendekreis. Ja, guck mal, da ist wieder die echte Erfahrung dann dabei. So ein ich dachte Stück. Geradeaus, wäre es vielleicht besser. Aber der Seitenstreifen war halt nicht so big wie auf der Autobahn. Da war nicht so ganz so viel Platz. Nee, nicht so ganz so viel Platz. Ja. Aber rechts, wie gesagt, der stand. Also ich habe dann auch noch mal kurz die Außenansicht. Ne, ich bin dann sozusagen, bin ich ausgestiegen und habe mir die Sache mal von näherem angeschaut. Und dann habe ich gesehen. Hast du analysiert und hast durchgezogen. Ja, ja, dann habe ich gesehen, das wird schon was werden, das geht schon so. Ja. Also ja gut, aber ich sag mal so, die Autos, die stehen hoch genug auf dem Trailer, dass wir da... Ja, ja, da wird's. Dass wir da unbeschadet davonkommen, weil die... Oh, du Arsch! Das ist das Problem, ne, mit diesen Idioten. Die Mod nehmen wir raus. Dann sollen die halt wieder aggressiv fahren, mir egal. Tun sie ja jetzt auch im Prinzip quasi. Ja, die fahren dumm. Guck dir das an, was der macht. Also die fahren dumm, nicht aggressiv. Die sind so... Ja, ja. Vielleicht gibt es da noch was anderes. Also gehen wir mal auf 100 hoch, hä? Wenn man ja, kann. Lass mal knattern. Oh, mal Dolce Gusto Nescafé. Lecker. Mhm. Der volle Kaffeegenuss. Lass mal ruhig knattern hier. Liebe Kaffee. Ja, ich liebe Kaffee. Ich liebe Kaffee, 80, Freund. Ja, ja, oh, coole Brücke übrigens. Oder Tunnelsystem. Sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Brauch ein bisschen Abstand zu dir. Ich will dir nicht, falls vor dir irgendwas passiert, dir nicht hinten reinfahren. Das wäre dann noch die Krönung und das wäre die Kirsche auf der Torte. Ja, so einfach mal 50% Schaden an der Ware. Ja, ja. Und also, ich dann noch 60% am LKW, so, dann war's ja. Das.
Sie dürfen die Auslieferung behalten, das war's. Oh. Sie können den kompletten Verdienst auch wir kriegen dann LKW. Noch 200.000 von Ihnen und die Autos können Sie behalten. Oh, okay. Na, ja, das war's dann. War's dann. Schleichen da vorne, ja, ja, die schleichen wieder rum. Ne? Kannst, oh, das ist ja, nicht, ja. Nicht normal. Aber komm, wir haben ja eh nur 80. Ja, aber ja. Alle fahren rechts, ne? Also eher links. Ja. Das ist, alle fahren links. Ja. Weißt du, eine ja, ganze genau. Kolonne fährt links. Ey. Da wollt ihr eine Mitte überholen. Boah, das ist nicht normal, ne? Es ist nicht der Realität empfunden. Ja, guck mal, was er macht mit seinem Transporterle da. Dieser komische Sprinter. Hier ist doch schon. Guck mal hier. Ja, guck mal, er mit. Alter. Nee. Nee. Was nee. Denn da wieder? Nee, also nee. Ich nee, glaube, ich muss eine Umschulung machen. Nee, wirklich jetzt. Echt? Da drüben ich ist glaub, auch schon wieder. Ich muss mich umschulen lassen. Also, das hat geht zu weit. Polizei auch schon wieder einen rausgeholt. Oh, ich sehe gerade, meine Arbeitskollegen haben reingehasselt, meine Angestellten. Sehr schön. Ja. Finde ich auch schön. Gut, dann können wir jetzt mal hier mit 100 knattern, hä? Ja, lass mal 100. Mal losgeknattert. Sind ja nur Autos hinten drauf. Ja, ja. Das ist ja nichts. Ich würde mal gerne jetzt meine Außenansicht sehen bei Nacht. Ich habe mir auch ein paar LEDs tatsächlich in den Grill reingebaut. Ja, da musst du dir die diese Außenansicht. Maut. Oh, Maut, ja. 90 hier. Mauti. Mauzi. Mauzi. Hier kommt eine Mauzi. Multipass. Multipass. Wo ist der? Ganz rechts oder wo? Also ich fahre hier einfach regulär. Ja. Aber ich habe letztens was Geiles gebracht in. Ich weiß gar nicht, wo es war. Oh Gott, das darf ich gar nicht erzählen. Ich glaube in Dänemark. Echt? Da musstest du wirklich, wirklich, wirklich durch die LKW-Öffnung fahren, Tore. Ja? Das alles andere war auch so klein für Autos. Ich bin da voll reingeratzt. Oh, nee, oder? Ja, ja. Aber das habe ich auch schon gebracht in so eine Autospur rein und dann habe ich hab mich einfach durchgequetscht. Links und rechts war gar kein Platz mehr. Im Gegenteil, ich habe noch Lackkratzer nachher davon getragen. Ja, und ich stand da drin wie so. Ey, brutal. Ja, wie das Viereck im Kreisloch, ja, wie bei Pokéjoke, wenn du die falsche Form nimmst. Ja, ja. Ich stand da drin, nicht vorwärts, nicht zurück und der hat die Schranke nicht hochgemacht. Geil. Ja, das war's dann. Konnte ich laden. Konnte ich Speicherstand laden. Scheiße. Richtig schön eingequetscht. Und dann hatte ich letztens eins in Toulouse oder so, keine Ahnung. Da hieß es dann bitte rechts runter. Und da war da so eine kleine Bauarbeiterspur. Was? So ein Ascheweg. Ach so, das, ja. Mhm. So ein Ascheweg, 1,50 breit oder so. Und ich bin da voll hochgerattert. das hatte nicht annähernd was mit der Straße zu tun. Richtig gut. Ohne Witz, richtig gut. Na, hoffentlich gibt es nicht viele Umleitungen. Hoffentlich gar keine, bitte. Oh, da Polizei wieder irgendwas. Naja. Hoffentlich zieht der Kaufland. Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt hier rüberzieht, dann war's das. Also, was haben wir denn hier? Ja, ich knatter jetzt hier mit 100 los. Ich glaube, ich hätte Bock, mir diese Infos auf der Rad zu machen, weil ich mache das mit diesem Zoom nicht. Ja. Dieses Durchdrücken der Infos, das wäre geil auf dem Rad. Oder das ist auch nicht schlecht, ja. Weißt du, ich bin immer vorne auf FF und so unterwegs. Ja, ja. Wenn ich dann einfach an dem Rad drehe, ich gucke ganz oft dieses, wie lange kann ich noch fahren, was du auch immer machst. Wenn ich am Rad drehe. Ja, wenn ich am Rad drehe, dann kriege ich die Infos. Sehr gut. Man dreht schon mal öfters am Rad hier. Ja, man dreht schon echt öfters mal auch am Rad, ja. Ja, ja. Da sind wir hier. Papas mit ohne Probleme, da Papas, dreht man schon mal am Rad. Papas mit ohne Probleme, da dreht Mamas man schon hat, gern hat auch nur, mal. Mamas nur Probleme, ne? Also nur mit. Ja, nur mit, immer nur, jeden Tag, und Papa ja. Noch so mit ohne, aber ja. Mamas nur mit. Ja, du hast ja dann schon oftmals, dieser klassische Haushalt existiert ja immer noch ganz oft, wo ja. Halt dann der Papa halt einfach arbeiten geht und... Ja, es wird aber ist tatsächlich schon fast genullt, also es ist... Ist schon, wenn ich sehe, ja, ja, wenn ich so, mich so umschaue von Leuten von früher, die man so kennt, die alle Eltern geworden sind, es geht wirklich, jeder Erwachsene geht einfach arbeiten, alle. Ja, Mama. Mittlerweile. Aber mittlerweile ist so ganz oft so, dass man sich's ja gar nicht mehr auch leisten kann. Nein, oft, ne? Das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Man kann sich's, es fängt an zu regnen, schön. Ist neben mir einer im toten Winkel, ist so schlecht, immer rechte Seite, glaub nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht. Ich werde jetzt auch mal rüberziehen. Wobei... Warte mal, ich guck mal, dass ich hinter dir reinkomme. Ja, aber es ist heutzutage natürlich auch schwer für viele, wo das dann nur einer arbeiten geht. Nein, einfach das ist einfach finanziell. Allein die Wohnung. Wohn mal in einer Großstadt, irgendwo da am Rand einer Großstadt. Ja, 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 ist so. Und dann Wohnung allein ist ja übel, Alter. Finanziell gesehen schaffen das doch die allermeisten Leute, gar nicht mehr. Nee. Das schafft man doch kaum noch, wenn man dann... Also man würde ja gern... Ich finde es auch irgendwie schade, dass in der... Also das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sagen möchte, ich bin zu faul, um arbeiten zu gehen. Ich kenne dich, wir gehen ja schon immer arbeiten seit der Ausbildung. Ja, natürlich, so, ne? Klar. Das ist nicht das Thema, aber ich so in der gesunden Welt... ich gehe schon. Oh ja, nächster Parkplatz. In dieser modernen Welt, ja, muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass der Mensch nicht mehr 8 bis 9 Stunden immer arbeiten gehen muss, um normal zu leben, oder? Ja, finde ich auch. Das hat mal so ein Student gesagt und da ist echt was dran. Und die Politiker, mit denen die da im Talk waren, die haben erstmal blöd geguckt, weil die dem gefühlt, also vom Gesichtsausdruck fast recht gegeben haben. Ne? Mhm. Ja. Dass so ein Mensch heutzutage noch wirklich so 40 bis 50 Stunden in der Woche arbeiten muss, um eine Grenze zu leben, so möchte ich schon fast sagen. Das ist genau das große Problem, ja. Du gehst deine 40 oder 50, also 50 Stunden arbeiten in der Woche, um dann zu überleben. Ja, und dann gibt's auf einmal Corona und komischerweise können alle von heute auf morgen von zu Hause aus arbeiten. Homeoffice plötzlich. Plötzlich geht es. Auf einmal geht alles. Ja, ja, plötzlich geht es. So, und wäre das doch ausgereizt mit digitalen Netz und was weiß ich nicht alles und irgendwelchen. Oh, ich wurde geblitzt. 80. Aber ging noch. Ich nicht. Gott sei Dank, ich bin mit 86 rein, ich wurde nicht geblitzt. Ja, sei froh. Da war 80. Ja, ich habe abgefangen, ich habe dich abgeschirmt. Ja, ja, ich habe aber diesmal tatsächlich, ich achte jetzt gerade drauf, wie so ein Lux, ne? Wie so ein KMH-Lux. Wie so ein richtiger KMH-Schilder. Ja, ja. Du kannst die Tachopistolen, die kannst du schon schnüffeln, ne? Ja, ja, die rieche ich schon aus kilometerweiter Entfernung, rieche ich die. Wie ein gutes Stück Speck für eine Maus. So. Genau da so. Da ist eine Kontrollpistole. Da ist wieder einer. Da steht einer. Da vorne irgendwo steht einer. Ja. Also wir haben auch das Modell bei uns zum Beispiel so, dass meine Frau war am Anfang. Also wir hatten dieses Glück oder diesen Luxus, möchte ich ihn fast schon nennen, auch. Dass meine Frau zu Hause war bei den Kindern und zu Hause bleiben konnte. Ja, hatten wir auch. Und boah, meine Fresse, bremst halt ab, du Ah, ich fahr mal hier runter. Aber ich habe gerade so eine richtig schöne Force-Feedback-Einstellung tatsächlich. Ich auch, habe ich jetzt mittlerweile auch schon. Richtig, richtig nice. Halt stellenweise auch doch dann weich, aber halt, wenn ich die Geschwindigkeit habe, nicht zu weich. Ja. Damit ich, da kann man durch, willst du mich verarschen? Ja, das geht. Kommst durch. So, dass man bei hoher Geschwindigkeit nicht irgendwie reinlatscht nach links und rechts. Ja, ja. Das ist nämlich richtig eklig. So, einmal ratzen. Einmal bitte schlafen. Was haben wir denn? 23 Uhr? Ah, locker. Wir kommen auf jeden Fall locker über. Wir haben nur noch 800 Kilometer, die sollen wir fahren können. Ich hole mir einen Kaffee, steht hier. Ah, mach ich mit? Ja, ich hole mir auch einen. Jetzt mach ich mal eben außen an sich. Hier.